Gostorfer Bluesnacht hier als erstes die Chor Bluesband aus Dresden und später auch die Joker Band aus Gotha. Ich möchte nicht versäumen, unsere Sponsoren zu nennen. Ja, es sind so viele. Jetzt ist mir die Hauptsponsoren sind die Firma Mengemann in Dresden, die erodieren in Metall, und die Firma Elektro Stocklösser, die hier auch für den Strom in der Kirche verantwortlich ist. Herzlichen Dank. Bei wem Zähne locker werden, der sollte zur Zahnarztpraxis Kunze gehen. Die sponsort ja auch mit. Dann gibt es Grünaspekte, Garten- und Landschaftsbau, Zierfischzucht, Treppte, Irma, Landwirtschaft. Dann gibt es Schilling, genau, der Bäcker Schilling. Der Kühne, von dem kommt die Speisen. Wozu ich sagen möchte, essen Sie bitte viel. Was da an Gewinn rauskommt, ist für die junge Gemeinde. Das ist dieses Jahr völlig für sich. Also bitte viel essen. Was will ich jetzt hinbringen? Da fehlt noch. Ich habe jetzt die Kuhmeißerkette gekommen. Luft von unserem Schöpfer. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen heute.
sollten eigentlich noch ein paar überleitende Worte folgen, nachdem der Vorhang geschlossen wurde. Also, mindestens genauso herzlich willkommen wie zu Anfang, die ersten Jungs, euch jetzt, Johnny Joker Blues Band, die den zweiten Teil des Abends bestreitet. Mindestens genauso gut. Und ich möchte an dieser Stelle noch all denen, die nicht durch Geldzuwendungen diese Veranstaltung unterstützen, danken. Da gibt es noch etliche Leute, die im Hintergrund Strippen ziehen. Teilweise können sie heute nicht mal da sein, wie der Sven Enner zum Beispiel. Und der Ottfried Kotte als Kirchvorsteher, auf dessen Mist die ganze Veranstaltung ein bisschen gewachsen ist, tut ja so jetzt aber gar nichts hören. Vielen Dank allen, die auch so die vielen kleinen Arbeiten im Hintergrund machen und der jungen Gemeinde, die das leibliche Wohl sorgt. Einen schönen zweiten Tag. Robert Johnson Taylor.
Und zwar Morgen Blues. Thank you.
Das nächste Stück heißt Can't Be Satisfied, was so viel heißt, ich möchte mal reicher.